In den vorangegangenen Videos haben Sie Klimamodelle kennengelernt und wie Klimamodelle für Szenarienrechnungen eingesetzt werden, das heißt für einen Blick in mögliche zukünftige Zustände des Klimasystems. Diese szenarienbasierten Vorhersagen finden wahrscheinlich in der Öffentlichkeit die meiste Beachtung. Die Arbeit mit Klimamodellen geht aber weit über diese Szenarienrechnungen hinaus. In diesem Video möchten wir Ihnen deswegen einen kleinen Einblick in den Einsatz von Klimamodellen in der Klimaforschung geben und einen kleinen Einblick in die Arbeit mit Klimamodellen. Dazu werde ich zuerst selber von meiner eigenen Forschung ein wenig berichten. Ich bewege mich vor allem auf der globalen Skala und beschäftige mich mit globalen Klimamodellen. Im zweiten Teil dieses Videos werden wir dann Klaus Hasslinger kennenlernen. Er ist Klimaforscher an der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik und beschäftigt sich vor allem mit der regionalen und lokalen Skala. Ich selber würde mich als Klimadynamiker und Klimamodellierer bezeichnen. Mein Hintergrund ist eigentlich ein Physikstudium. Und am Ende des Physikstudiums habe ich mich entschieden, in die Klimaforschung zu wechseln. Ein Grund war dabei sicherlich auch, dass bereits damals, das war um das Jahr 2007, um den vierten Sachstandsbericht des Weltklimarats, bereits Klima und Klimawandel in der Öffentlichkeit breit diskutiert wurden. Ein anderer Grund war aber auch, dass ich mich gerne einem Thema zuwenden wollte, das ich quasi mit den eigenen Augen sehen kann. Und das ist natürlich beim Klimasystem und der Atmosphäre, mit der ich mich vor allem beschäftige, gegeben. In einem Großteil meiner Arbeit beschäftige ich mich mit Klimamodellen selber, aber ich führe keine Szenarienrechnungen durch. Stattdessen benutze ich Klimamodelle vor allem als Werkzeuge, um das Klimasystem zu verstehen, um zu verstehen, welche Mechanismen dem Klimasystem zugrunde liegen und wie diese Mechanismen unter Klimawandelbedingungen regionales Klimaverhalten mitbestimmen. Ein wichtiger Ansatz ist dabei der Ansatz von Modellhierarchien und Modellensemblen. Das Wort Ensemble bedeutet hier, dass wir nicht nur ein Klimamodell benutzen, sondern mehrere Modelle und allen diesen Modellen das gleiche Problem zum Lösen geben oder quasi die gleiche Frage stellen. Dadurch, dass wir nun mehrere Modelle befragen, können wir diese Modelle miteinander vergleichen und können so einerseits robustes Modellverhalten identifizieren. Das erlaubt es uns, den physikalischen Mechanismen auf die Schliche zu kommen. Auf der anderen Seite können wir nicht robustes Modellverhalten identifizieren, also Punkte, in denen sich diese Modelle nicht einig sind. Das hilft uns dabei, Modellunsicherheiten besser einzuschätzen. Sie haben bereits in den vorangegangenen Videos tatsächlich Modellensembles gesehen, nämlich zum Beispiel in dem Video zur Zeitentwicklung der globalen Temperatur und des globalen Niederschlags im kommenden Jahrhundert. Ein anderer Aspekt sind die Modellhierarchien. Modelle werden oft natürlich in aller möglichst realitätsnahen Konfiguration betrieben, also einer Konfiguration, wo wir alle wichtigen Aspekte des Klimasystems möglichst gut abbilden, um damit eben solche Szenarienrechnungen durchzuführen und den Blick in die Zukunft zu werfen. Andererseits gibt es aber auch sogenannte idealisierte Konfigurationen, die uns dabei helfen, das Klimasystem zu verstehen. Und das ist einmal in dem folgenden Bild dargestellt. Links oben sehen Sie hier einmal ein Satellitenbild der Erde, also quasi ein Abbild des realen Klimasystems. Und rechts daneben eine Modellsimulation mit einem möglichst realitätsnahen Klimamodell, also einem Klimamodell, das wir für Szenarienrechnungen benutzen. Das Klimamodell hat alle möglichen Einflussfaktoren in sich vereint, also Ozeanzirkulation, Landseeverteilung, Meereis und so weiter und so fort. Was Sie wiederum rechts davon sehen, ist ein sogenannter Wasserplanet oder eine Aquaplanet-Konfiguration. Hier nehmen wir das gleiche Klimamodell wie links davon, aber entfernen alle Kontinente, schalten die Jahreszeiten aus, entfernen das Meereis, schreiben die Meeresoberflächentemperaturen vor. Das sind natürlich sehr drastische Vereinfachungen, sehr drastische Idealisierungen, aber ein entscheidender Punkt dabei ist, dass zum Beispiel die großskaligen Niederschlagsmuster auf so einem Aquaplaneten sehr ähnlich sind zu den großskaligen Niederschlagsmustern in der realitätsnahen Konfiguration des gleichen Modells. Damit können wir zum Beispiel verstehen, welche Mechanismen Niederschlag und der Niederschlagsänderung und der Klimawandel zugrunde liegen. Was Sie nun ganz rechts unten in der Ecke sehen, ist das, was wir einen dynamischen Kern nennen. Eine noch drastischere Idealisierung eines Klimamodells. Dort entfernen wir nicht nur die Kontinente und so weiter, sondern entfernen auch die Wolken, den Wasserdampf. Strahlung wird sehr, sehr idealisiert dargestellt.
Das heißt, hier können wir wirklich die Interaktion von Windfeldern auf der einen Seite betrachten mit Temperaturfeldern auf der anderen Seite. Das ist zum Beispiel ein wichtiges Werkzeug zum Verstehen des Verhaltens des Jetstreams, den wir bereits diskutiert haben, unter Klimawandelbedingungen. Natürlich würden wir weder den Wasserplaneten noch diesen sogenannten dynamischen Kern für Szenarienrechnungen benutzen. Der Wert dieser Konfiguration liegt aber darin, dass wir die Mechanismen des Klimamodells oder des Klimasystems verstehen und damit auch ein besseres Vertrauen in die Vorhersagen der realitätsnahen Konfiguration bekommen. Ein zweiter wichtiger Aspekt der sehr aktuellen Klimaforschung ist eine neue Art von Klimamodellen, die ich Ihnen kurz noch am Ende vorstellen möchte. Grundlage hier dabei ist die Rolle der Wolken im Klimasystem. Wolken sind ein sehr zentrales Element des Klimasystems aufgrund ihrer Strahlungswechselwirkung, sind aber für heutige Klimamodelle sehr, sehr schwer abzubilden. Das liegt daran, dass heutige Klimamodelle Gitterauflösungen von etwa 50 Kilometer in der Horizontalen haben, aber einzelne Wolken natürlich viel, viel kleiner sind als diese Gitterauflösung. Das heißt, diese Wolken können nur statistisch parametrisierbar quasi dort dargestellt werden. Diese Parametrisierungen sind sehr schwierig und ein Quell für viele Modellunsicherheiten. Was wir nun aber erleben in der Klimaforschung, ist ein Wandel hin zu neuen Modellen, zu Modellen, die das globale Klimasystem darstellen können mit einer räumlichen Auflösung von rund einem Kilometer. Das heißt, ein Großteil der Wolken und auch Konvektionsprozesse kann nun direkt simuliert werden. Nicht alle Wolkenprozesse, aber ein Großteil davon. Und wir erhalten damit Modelle, die wir Digital Twins, sozusagen digitale Zwillinge der Erde nennen. Lassen Sie uns daher mal auf folgendes Bild schauen. Hier sehen Sie 9 Versionen der Erde. 8 davon sind von sogenannten Digital Twin Klimamodellen. Eines davon ist aus Beobachtung gewonnen. Ich würde Sie einladen, einmal als Quiz zu versuchen herauszufinden, welches dieser 9 Bilder den Beobachtungen entspricht und welche 8 Bilder Modelle sind. Ich finde dieses Bild sehr faszinierend, da es quasi das Potenzial dieser neuen Art von Modellen sehr gut illustriert. Und das ist eine Forschungsrichtung der aktuellen Klimaforschung, Klimamodellierung, die sicherlich die Forschung in den kommenden 5 bis 10 Jahren maßgeblich mitbestimmen wird.